Was sind die Deutschen stark in dieser Woche? Gestern 4 unter den Top 10 und jetzt kommen sie zum letzten Schießen mit 2 Mann in der Spitzengruppe. Und auch Birnbacher und Doll sind nur 20 Sekunden dahinter. Peiffer bereits aufgelaufen, auch auf Doll. Also die kommen dann auch gemeinsam, Birnbacher, Doll und Peiffer, ungefähr die Dauer einer Strafrunde zurück. Die letzte Entscheidung in Ruhpolding steht an. Der Massenstart der Männer, das letzte Schießen. Und mindestens 2 Deutsche sind im Rennen. Mucksmäuschen stehen jetzt hier. Und da die erlösende erste Trefferserie von Champ, wieder in dem Tempo. 4 Simon, 5 Simon, fantastisch, Weltklasse. Daniel Böhm schießt dreimal daneben, hat sich möglicherweise übernommen. Aber Simon Champ, der geht hier mit Fion Maillet, mit Schlesinger, mit Björndal, mit Svensson auf die Schlussrunde mal wieder. Was machen die anderen? Doll 2 Fehler, Peiffer. 3 Treffer, Birnbacher Strafrunde, Fehler. Doll 3 Strafrunden, Peiffer 0, wunderbar. Birnbacher muss einmal in die Strafrunde, auch Lesser muss einmal in die Strafrunde. Und Simon Champ, jetzt muss er schon wieder auf der Schlussrunde fighten. Wie so oft, wie zuletzt am Donnerstag in der Staffel. Lindström jetzt ebenfalls 0, der Schwede. Peiffer 10., 26 Sekunden zurück. Wieder gutes Ergebnis für Arne Peiffer. Aber Simon Champ ist der einzige Verbliebene von den 6 Deutschen, der hier noch um einen Podestplatz kämpft. Gegen den Franzosen Fion Maillet, gegen Emil Hägle-Svensson, gegen Schlesinger. Kann Björndal noch ranlaufen? Vielleicht Bö, der ist nur 14 Sekunden zurück. Trotz des Sturzes. Unfassbar, Johannes Bö, stark heute. Simon Champ, was hat der das eilig? Hat der einen Kuchen im Ofen zu Hause oder was? Wie kann man denn so schnell schießen? Unfassbar, wie in der Staffel. Hat der ein Selbstbewusstsein? Das ist die breite Brust, von der Marc Kirchner gesprochen hat. Ja, und das sind die, mit denen er sich jetzt auseinandersetzen muss. Fion Maillet und Schlesinger. Dazu natürlich Emil Hägle-Svensson. Franzose ist erstmal nach vorn gegangen. Haben sie sich ein wenig abgesetzt. Das wäre natürlich eine Riesensensation, wenn der Franzose hier das Rennen gewinnen kann. Aber Svensson ist natürlich der mit dem stärksten Punch von denen, der erfahrenste. Der Blick nach links, da steht eine von diesen großen Leinwänden. Da konnte er mal draufschauen, sehen, wer ist hinter mir, wie viele sind hinter mir, wie dicht sind die. Ja, Schlesinger und Björn Dahlen in der Lauerstellung. Also durchschnaufen da vorne geht nicht. Die saugen sich jetzt so langsam, aber sicher an die Brettenden ran. Und jetzt geht's Richtung Schießstandberg. Das wäre die frühe Entscheidung. Dort nach dieser Rechtskurve zu attackieren, so hat es Martin Foucault bei den Weltmeisterschaften 2012 zweimal gemacht. Hat er sich sehr früh abgesetzt. Emil Svensson in der Staffel lief er hinter Champ bis zur letzten kleinen Brücke. Hat dann gesagt, meine Kurventechnik ist so gut. Ich will meine Kurventechnik ausspielen. Ich weiß, ich kann in der Kurve schneller laufen als die anderen. Außerdem hat Champ da ein wenig die Innenbahn aufgemacht. Da ist er dann dadurch geschlüpft, nicht im Zielsprint. Simon! Simon! Zu fünf Zeit! Aggressiv sein jetzt! Ja, Schlesinger und Björndal sind dran und dann sind es 7 Sekunden. Und Peiffer von 10 auf 7 vorgelaufen. Hat natürlich da jetzt noch diesen Schipulin hinter sich, diesen laufstarken Schipulin.
Der war aber nach dem Schießen vor Arndt Peiffer. Den hat er überholt. Also Arndt Peiffer einmal mehr in Superlaufform. Und Quentin Fillon-Maillet läuft hier das Rennen von der Spitze. Möglicherweise ganz gut für ihn, denn Svensson, der macht ja so ungern Führungsarbeit. Aber jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt kommt da hinten schon Johannes Bö, möglicherweise mit einer Überdosis Adrenalin drin, nach dem Sturz immer noch. Und Peiffer, der ist schon wiederum dran an Johannes Bö, wird hier geackert, wird hier geknüppelt. Sie wringen sich aus hier auch auf der letzten Runde. Letzte schnelle Abfahrt. Jetzt geht es da hinten in den Kleiderbügel. Dieses neue Streckenstück. Und dann kommt diese kleine Linkskurve. Na, es geht natürlich nochmal über den Schießstandberg. Genau, so weit sind wir noch nicht. So schnell laufen sie dann doch nicht. Geht Svensson jetzt vorbei. Ja, auch er muss die Zähne zeigen. Das ist der Maximalbereich, in dem sie jetzt alle laufen hier. Jetzt schießt das Laktat in die Oberschenkel. Aggressiv! Ist das ein hohes Tempo? Schlesinger jetzt vorbei an Schemp. Fillon-Maillet sucht immer noch sein Heil in der Flucht, bleibt vorn. Svensson konnte nicht vorbeigehen. Schauen Sie das Tempo jetzt, die vibrierenden Ski bei Svensson. Ganz großer Sport. Björndalen auf der 5. Schlesinger strauchelt. Das ist die Sturzstelle von Fack. Und Bö. Jetzt kommt die Kurve, in der Svensson die Staffel entschieden hat. Fillon-Maillet bleibt da innen, macht er die Lücke auf. Björn dann auf 4. Hier, das war die Stelle. Da hat Svensson sich den Staffelsieg geschnappt am Donnerstag. Schemp jetzt wieder vor Svensson. Es wechselt ständig. Es ist so spannend. Björn da anscheinend geschlagen. Sie kommen zu viert. Fillon-Maillet bleibt vorn. Svensson. Schemp. Schemp kann dranbleiben. Schemp jetzt aus der Position des Konternden. Vielleicht mal ein Vorteil für ihn. Beißen, Simon, beißen. Fring dich aus. Es kommt zum Fotofinish. Mach das Bein lang, mach das Bein lang. Es ist ein Dreier-Foto-Finish, liebe Zuschauer. Emil Egle-Svensson geschlagen. Allein das ist eine Sensation auf dieser Schlussrunde. Was für ein Finish auch dahinter. Schauen Sie es auf Platz 7 und Platz 8. Sie haben alle alles gegeben in diesem Massenstartrennen in Ruhpolding. Aber was ist mit der Auswertung? Auch auf dem Computer hier in der Kabine ist noch nichts angezeigt. Immer noch Foto-Finish. Jetzt werden die Kollegen von Sividata den Fotobeweis gleich einblenden. Jetzt leuchtet hier auf. Simon Schemp 1, Fillon-Maillet 2, Schlesinger 3. Simon Schemp hat das Rennen gewonnen. Simon Schemp ist der Sieger des Massenstarts in Ruhpolding. Dritter Weltcupsieg für Simon Schemp. In der vergangenen Saison hat er zweimal in Antholz gewonnen. Und jetzt zeigt er es hier allen, dass er einen Schlussspurt gewinnen kann. Denn immer wieder gab es diese Zweifel. Und heute hat er sie alle rasiert. Arndt Peiffer 9. Andi Birnbacher 16. Das sehen Sie noch unten eingeblendet. Und das ist ja auch unfassbar. Benedikt Doll gegen Martin Fourcade. Der zeigt zwar zu an, nee, ich war vorne. Aber auch da ist noch das Fotofinish eingeblendet. Benny Doll kämpft gegen Martin Fourcade. 22 Böhm, 23 Lesser. Ja, und jetzt schauen wir mal. Auf der Grafik steht es schon 1, 2, 3. Schemp, Fillon-Maillet, Schlesinger. Aber es wird möglicherweise auch noch das Foto ausgewertet. Da ging hier ein Aufschrei durchs Stadion, als auf der großen Grafik dann 1, 2, 3 Deutschland, Frankreich, Tschechien auftauchte. Aber die Jury schaut sich noch mal das Zielfoto an. Also ein bisschen zittern müssen wir möglicherweise noch. Junge, 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 was war das für eine Woche? Schauen wir doch mal drauf, auf eine Zeitlupe, ob wir vielleicht eine Meinung haben. Es geht um die Schuhspitze.
Ja, jetzt gucken wir mal. Also ich würde sagen, Schlesinger ist es nicht. Es entscheidet sich zwischen Frankreich und Deutschland. Zwischen der Nummer 4 rechts und dem Mann in der Mitte. Schauen Sie auf die Schuhspitze. Jetzt ist Simon Schemp da. Ah. Möglicherweise gibt es zwei erste Plätze. Auch das hat es schon gegeben. Auch das hat Simon Schemp übrigens schon erlebt. In der letzten Saison in Antholz. Gemeinsam mit Lukas Hofer. Da war er zeitgleich im Sprint. Tja, der große Champion Martin Folcard ist geschlagen. Und das ist das Bild vom Fotofinish. Ah, da sieht es wiederum so aus. Oben. Schauen Sie, oben am schwarzen Strich. Der Fuß von Simon Schemp. Der ist schon an der schwarzen Linie. Und dann in der Mitte der Fuß von Fionn Maillet. Da ist noch eine kleine Lücke zum schwarzen Strich. Also, ich würde hier sagen, Simon Schemp hat das Ding gewonnen. Und schauen Sie mal diesen Riesenspagat, den der Junge da macht. Der könnte ja Bodenturner werden. Ist ja unfassbar.